Bildung in Afghanistan soll unser Thema jetzt auf dieser Diskussion sein. Und ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft und für diese Einladung hier beim Kulturverein in Afghanistan bedanken und möchte Ihnen zunächst ein paar spezielle Grußworte entgegenbringen. Und ich bitte Sie darum, dass Sie nicht allzu sehr lachen. Salam, mermanaye girami vodastane asis. Dajefe FDK ast bereue man, kepeshe shoma asisan, mulades rochbat karan ra daran. Afghanistan, da kalbam choy grefta, waharos mehach darman bashtorosh mekonant. Hamin as geshoro bedari amoch karatim, toli fachat yaksat das dashtem amachupesha jane. Bedune shuchi, Afghanistan, Bahameyomo Morabat Darat. Bahamin Shatar Dajare Khoshalist Ke Ingada Asisan Inja Tashrif. Avordan Waba Afghanistan Komak Merhaban Konant. Mebak Steen Ke Inventan Ra Asroye Kochras Mechonam. Bare Digar Khatrani Nocho Khamkhat Balke Asort Khocham Sochbat Kart. Shub Asisan Dega Bela Almi. Damit zur Bami Tehin, Tashakor Ashoma. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ein Kollege von dem Moderator, den wir hier eben gesehen haben. Wir waren jahrelang zusammen und haben zusammen im Heute-Journal gearbeitet. Aber er hat mich in all den Jahren durch seine guten Berichte und durch seinen starken Einsatz nie so beeindruckt wie hier heute Abend, als er, ich habe mir sagen lassen, auf Dari hier diese Begrüßungsworte sagte. Also ich hätte niederknien können vor Ehrfurcht vor einem Journalisten, dass er dieses sozusagen lernt und damit seine tiefe innere Verbundenheit für das Land der meisten, die hier heute Abend versammelt sind, ausgedrückt hat. Ich habe in den etwa 11 Jahren, in denen ich eine Nachrichtensendung, das Heute-Journal im ZDF leiten durfte, zwei Kollegen gehabt, die ein besonderes Interesse für die Bundeswehr hatten. Denn die Bundeswehr, die ja über Jahrzehnte hier in Deutschland, wenn man so will, also an der Elbe oder bei Fulda eingegraben war, sie hat sich plötzlich aus ihrer Verschanzung gelöst und die Einsätze sind heutzutage sozusagen weltweit, was dann auch für Journalisten einen besonderen Reiz bedeutet. Und ich hatte zwei Kollegen, die zum Redaktionsleiter kamen in regelmäßigen Abständen, um ihn, sagen wir mal, über die aktuelle Entwicklung am Horn von Afrika zu informieren. Ein jeder kam immer einzeln und versuchte, schneller zu sein als der andere, was bei Journalisten ja auch eine besonders große Tugend ist. Der eine, Uli Gack, wir sehen ihn auch heute in den Nachrichtensendungen des ZDF, wenn er über meist natürlich traurige Ereignisse aus Afghanistan berichtet. Ja, und der andere ist mein Kollege Boris Barschow, der hier heute Abend einen Preis erhalten soll. Und ich sage Ihnen aus tiefem Herzen, er hat ihn verdient. Und den Worten von Herrn Wojewski darf ich mich anschließen und vielleicht noch hinzufügen, nicht nur das Gewinnen von Freunden ist das Wichtige, sondern auch darüber zu sprechen, die Menschen über Afghanistan zu informieren und das Bild, das in den Medien von Afghanistan herrscht, auf die Art, wie Herr Barschow es macht, wie er es sehr gut macht, zu korrigieren. Und ich habe heute die dankbare und ehrenvolle Aufgabe, Herrn Boris Barschow den European Tolerance Award 2011 zu überreichen. Darin ist seit 1996 die Auszeichnung European Tolerance Award enthalten,
die als erstem dem US-Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Doug Wright New York verliehen wurde. Sie sind eingeladen, verehrter Herr Warschau, im Jahr 2010 oder 2011 die Nachfolge anzutreten. Der Journalist Boris Warschau, Chef vom Dienst des Fernsehsenders Phoenix, was nicht unerwähnt bleiben sollte, wird mit dem Europäischen Toleranzpreis, dem European Tolerance Award, ausgezeichnet für humanitäre Hilfe für Afghanistan, insbesondere für Kinder, Schulkinder, für sein Engagement als Autor des Buches Kabul, ich komme wieder und, weil es nun mal der Toleranzpreis ist, für Toleranz vermitteln im Sinne von... hat etwas sehr Ungewöhnliches getan für einen Journalisten. Er hat sich eine Uniform angezogen und ist in diesen Konfliktherd Afghanistan gezogen und hat dort, ja, ich muss sagen, nicht eben nur berichtet, eben nicht nur eine Zeitung herausgegeben, sondern er hat versucht, dort die Menschen zu verstehen und sich Freunde zu machen. Und das ist auf eine sehr, sehr starke Weise lobens- und auszeichnenswert.